Zeit für etwas Neues. Es ist Zeit zu entdecken und zu kreieren. Gott ist der größte Schöpfer und als er uns in seinem Bild schuf, hat er eine große Sehnsucht in uns hineingelegt, ebenso wie er zu erschaffen. Ich finde, es gibt keinen schöneren Zeitpunkt, als ein neues Jahr zu starten mit einer besonderen, meditativen und prophetischen Zeit, in der du dich künstlerisch neu entdecken, ausprobieren und einfach weiterentwickeln kannst. Wir sind Mirja und Joscha und wir leiten den Secret Place. Dein Secret Place ist der Ort, wo du Gemeinschaft und Beziehung mit Jesus lebst. Aus ihm fließt alles an Kreativität, an Weisheit, an Kraft, was du für dein Leben brauchst. Deshalb wollen wir uns jeden Morgen die erste Stunde des Tages nehmen und einfach Jesus anschauen, einfach in seine Gegenwart eintauchen. Und wir glauben einfach, dass du aus dieser Zeit wertvolle Tools mitbekommen wirst, die du in deinem Alltag gebrauchen kannst, um deine persönliche Beziehung zu Gott, dein Secret Place, zu gestalten und dass 2021 für dich ein Jahr wird voller tiefer Begegnung mit deinem Schöpfer. Ich bin Johanna. Wir starten mit einer Worship School innerhalb von Leuchtfeuer Art. Innerhalb der Worship School werden wir als Band Leuchtfeuer Worship mit euch unser Herz als Lobpreiser teilen. Welchen Herausforderungen begegnen wir? Welche Entscheidungen haben wir getroffen? Und was bewegt uns? Gemeinsam entdecken wir wichtige Schlüssel für den Lebensstil des Lobpreises. Innerhalb der Worship School hast du zwei Wahlmöglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist Songwriting. Warum meinen Song schreiben? Wir werden gemeinsam über wichtige Tools für das Songwriting sprechen und wir werden mit praktischen Übungen in den Prozess des Schreibens eintauchen. Es geht nicht darum, dass ein Produkt dabei herauskommt, sondern es geht darum, dass du mit deinem Lied eine Geschichte zu erzählen hast. Die zweite Möglichkeit ist Masterclass Gesang. Hello everyone, my name is Giancarlo Monsalve. I am a professional opera singer. What I'm going to teach in this masterclass is how to use your voice. The voice, the sound of the voice is the most near of a spiritual experience that every human being can have. Why? The voice, you can't see it. You can't touch it, but you can feel it. Plus, it will arrive deep into your soul because it makes you feel things. We have to realize that God created everything with a word. Words are produced by sound, by voice. Now, why we don't take our worship qualities, okay, to the next level? Why not? Let's do it. I wait to see you all, to be very blessed with a wonderful masterclass from all our team and from my part, your vocal coach. Hallo, ich bin Michaela und ich mache den Workshop Kreativbox. Ich freue mich total darauf, diese Kreativbox mit euch zu entpacken, denn sie steckt voller Überraschungen. Als Gott die Welt schuf, schwebte er mit seinem Geist über den Wassern. Und dann sprach er Licht. Wir als Künstler, wir sind genauso berufen, ja, mit ihm zu schaffen. So, was erwartet dich ganz konkret in meinem Workshop? Wir wollen auf jeden Fall uns lernen, Gottes Stimme ganz klar zu hören. Also wir wollen da wirklich gut drin werden. Dann wollen wir unsere Techniken vertiefen und verschiedene Materialien ausprobieren, sodass wir letztlich, dass du dazu kommst, dass du durch deinen persönlichen kreativen Ausdruck das Sichtbare mit dem Unsichtbaren zusammenbringst. Wir wollen auch echt so himmlische Zeiten gemeinsam haben. Jesus steht in dem Ganzen voll im Mittelpunkt für mich. Und wir werden bestimmt ganz viel Spaß haben und Freude. Ich freue mich auf dich. Ich bin Sarah und ich leite das Tanzlabor. Und ich lade dich ein, zu experimentieren mit den Elementen zeitgenössischen Tanz, Modern Dance
und dem Wort Gottes neue Wege zu finden, Gott zu entdecken. Und zwar ganzheitlich mit Körper, Geist und Seele und unseren Körper nicht außen vor zu lassen, sondern mit einzubeziehen. Alle Sinne zu aktivieren, um Gottes Geist Raum zu geben und kreativ zu werden und ins Gestalten zu kommen, wirklich zu gucken, wie kann ich was mit irgendwie wo was verbinden, damit eine Sprache entsteht, die dir entspricht und die dir Gott nochmal neu zeigen will. Ich bin Tabea und bei mir geht es in die himmlische Druckwerkstatt. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns ein Künstler ist und jeder dazu berufen ist, himmlische Botschaften in Kreativität auszudrücken. Wir wollen mit verschiedenen Drucktechniken alles bedrucken, was uns unter die Finger kommt. Papier, Stoffe und was uns noch so alles einfällt. Ich bin schon sehr gespannt, was wir am Ende für himmlische Botschaften zeigen können und auch tragen können oder verbreiten können. Also sei dabei, ich freue mich auf dich. Bis dann. Hi, ich bin Anna und leite den Schreiblust-Workshop. Entdecke die Geschichte deines Herzens neu und lerne sie auf Papier zu bringen. Wenn du die Berufung zum Schreiben verspürst, wurdest du dafür geschaffen. Kreatives Schreiben, Impulsschreiben, Schreibblockaden lösen, all das und noch viel mehr wollen wir mit unserem himmlischen Papa erleben. Du trägst eine einzigartige Geschichte in dir, die nur du erzählen kannst. Deine Zeit ist jetzt. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, steht in Epheser 4, Vers 23. In diesen wundervollen Vers wollen wir gemeinsam eintauchen und uns mit allen Sinnen neu ausrichten. Gönn dir diese ganz kostbare Zeit für deinen Geist, Seele und Leib. Verlieb dich neu in deinen Jesus und entdecke ganz neu deine Identität als Sohn und Tochter. Es ist Zeit für etwas Neues in deinem Leben.